Willkommen zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator Nummer 2. Wir immer noch in unserem Scania. Langsam anfahren. Stoppschild. Okay. Schlafen? 3 Stunden. Können wir also machen. Das sollte denn kein Problem sein. Licht können wir ausmachen. So. Alles gut. Und sag mal, so eine kleine Geschichte erzählen von heute Morgen. Ich wach so auf, will aus dem Fenster gucken und sehe nur weiß. Denke ich, hat sich der Weltuntergang einen Tag verspätet? Bin ich im Himmel? Ich setze meine Brille auf, sehe, oh mein Gott, das ist Schnee. Es hat geschneit. Unglaublich. Ein Tag vor Weihnachten schneit es doch mal. Der schneit jetzt auch gerade. Hey, verrückt! Es ist wieder weiß draußen. Also ich habe ja... Roll nicht immer zurück, du... Wie kann man den Zug bitte abwürgen? Das geht auch gar nicht. So. Ich muss sagen, ich habe Schrägen. Deshalb auch schräge Fenster, da kann der Schnee schön drauf liegen bleiben. Und da dachte ich, ach, ich bin im Himmel. Weiße, gleißende Licht. Ich sehe ohne Brille nicht viel, muss ich dazu sagen. 4000 haben sie wieder gekostet, oh mein Gott, ey. Können wir mal in Ruhe schlafen. Ich muss einfach vorwärts rein. Ja, passt. Stehen. Muss nicht genau sein. Widget, 1900. Ich hasse, dass es weggeht. 3000. Sabrina, Sabrina. Und Kredit wurde gezahlt. Der habe ich noch gelesen. Okay, keine Nachricht mehr. Können wir uns einen Auftrag suchen? Von Met nach Grenève können wir fahren. Ich würde mal sagen, dann machen wir das auch. Schöne lange Fahrt. Von Tweed. Da müssen wir noch ein kleines Stück hinfahren. Aber es sollte ja kein Problem sein. Denn es ist eigentlich nur Schnee. Aber wenn er sich bis morgen hält, ist alles gut. Weihnachten im Schnee. Weiß draußen statt grün. Das war schön. Und da es draußen zurzeit fast minus 4 Grad sind, sollte das klappen. Ich glaube nicht, dass das bis morgen dann nochmal wegschmilzt. Ist das schön. Aber es war schön, hier eine grüne Landschaft zu haben und nicht irgend so ein Mod, der halb fertig ist. Tut mir leid für euch, wenn ihr hier gerne Schnee hättet, aber ich kann nicht mit so einem halbfertigen Mod spielen. Das geht nicht. Das kann ich mir nicht antun. Da werde ich nur verrückt bei. Da drehe ich nur durch. 90, kannst Gas geben, Kumpel. Der Gast, soll er den Kampf. Ach, verdammt. Wir haben zwar keinen Trailer, aber sind trotzdem schnell genug. Und jetzt überholen wir ihn. Wir sind nämlich auf der besseren Seite. Wir haben mehr Grip. Und wir ziehen rüber. Wir überholen. Wir haben nämlich keinen Trailer. Wir können Vollgas geben. Das Ding fährt sich geil ohne Trailer. Ja, was für eine Spezialfolge. Quer durch Europa ohne Trailer. Es wäre was für morgen. Ich muss mir immer noch überlegen, ob ich da was mache. Was Besonderes. Ach, komm, ich habe einmal ganz kurz auf Bremsen gedrückt. Da kannst du nicht gleich anhalten. Ist verrückt mit dem Ding. Der hat Bremsen. Das ist der Wahnsinn. Der steht sofort. Auf dem Punkt genau. Und langsam kriege ich das auch dosiert. Von bisschen über 70, dass ich perfekt stehe. So, da steht kein Trailer, dann ist der auf der Seite. So, wo steht er denn? Da ganz in der Ecke. Wie fahren wir denn da am besten ran? Ich muss sagen, hier mit einem schönen Bogen. Nicht anhalten!
So, ich hoffe, das reicht. Sachen rumfahren. Ja, das sieht gut aus. Ein Stück weiter. Bäm. Passt. Es war nur mit dem Spiegel manövriert. Das ist verdammt schwer in diesem Teil. Aber ich meine immer noch, das liegt an dem Mod mit der Sitzposition. Durch das etwas weiter herausgezogene. Dass man da so schlecht was sieht. Aber ich bin zu faul, den rauszumachen und mal gucken, wie es denn aussehen würde. Wenn mir Vorhänge. Achso, da habe ich mich glaube ich schon mal drüber lustig gemacht, wie die da oben hängen. Ja, habe ich definitiv. Ich stand. Kumpel, ich stand. Du bist voll in mich reingefahren. Fahr du Arsch. Bringe ich mich hier zwischen. Also ich stand mittlerweile schon. Wollen wir wieder unsere Rundumleuchte an. Uah. Uah. Geh weg, dem Volvo. Machen wir die mal aus. Ist ja nicht der Tag. Ja, was soll es in Frankreich? Können wir die Franzosen ein bisschen ärgern. Ist doch auch mal ganz nett. Also ich stand. Ich bin zwar ein bisschen weit vorgerollt, aber... Sorry, ich habe gerade F9 gedrückt. Ich wollte eigentlich F7 drücken, habe aber F9 gedrückt und meine Aufnahme kurz pausiert gehabt. Sorry. 1% Schaden. Vielen Dank auch, Herr Idiotenfranzose. Zumindest habe ich dafür keine Strafe gekriegt. Zumindest etwas Gutes. Findet ihr Rundumleuchten genauso nervig wie ich? Ich kann immer durchdrehen, wenn ich die irgendwo sehe. Das weiß ich am zum Straßenreiniger oder sowas. Oder am Müllauto. Bei irgendeinem Schwertransporter. Ich finde die immer total nervig. Genauso wie Blaulicht von der Polizei oder so. Ich krat nicht ab. Oh! Bisschen weit gefahren. Aber alles noch im Rahmen. Alles gut. Alles toll. Nichts passiert. Oh, schon wieder rot. Das gibt's doch gar nicht. Rote Welle in diesem Spiel. Oh. So, wieder ein Stück zu weit. Irgendwie bin ich gerade nicht so in dem Bremsrhythmus drin. Da ist noch grün. Sieht man so ganz leicht den Schimmer. Wenn ich zu früh Gas geben, weil ich ziemlich weit auf der Straße stehe. Das war mir gerade zu unsicher. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich hier keine Busse habe als KI-Verkehr. Die sollten ja eigentlich eingefügt werden. Bloß bei mir sind die irgendwie nicht angekommen. Und ich habe den neuesten Patch. Das verwirrt mich ein bisschen. Ob die mit irgendeinem Mod nicht so zusammenarbeiten? Muss ja. Also was anderes wüsste ich jetzt nicht. Wieso? Finde ich ein bisschen schade, ganz ehrlich. Muss ich mich vielleicht nochmal so ein bisschen erkundigen, wieso das so ist. Oder den Patch nochmal runterladen. Da muss ich zwar bestimmt wieder meine Seriennummer eingeben zum gefühlten x millionsten und dritten Mal. Aber okay. Bis jetzt hat es ja immer geklappt, dass es wieder ging. Es läuft ja jetzt auch schon wieder perfekt. Ohne Probleme. Was mich freut, es macht mich glücklich. Da ist diese Nervenrundumleuchte, die immer noch durch den Trailer durchleuchtet. Sehr toll. Also sehr schön gemacht.
Das Spiel ist qualitativ ja sehr hochwertig. Warum macht man denn so einen Fehler? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber na gut. Ist nun mal so. Steht da? Konnte ich nicht lesen. Sah aus wie irgendwelche kyrillischen Schriftzeichen. Ist das ein Atomkraftwerk? Nee, irgendein anderes Kraftwerk. Das ist wie Kohle oder so. Uah! Oh! Oh! Verdammt! Komm mal Warnblink an. Kleine technische Schwierigkeiten. Bitte warten Sie kurz. Ich hab gesagt, warten Sie kurz. Dann fahr durch. Mein Gott, ey. Okay. Wie viel Schaden gab das jetzt? Ich habe dort eine 13 stehen sehen. Ah, okay. 13% Schaden und 2 Ladung. Toll. Toll. Ich darf nicht woanders hingucken, denn... Dann fährt der Truck irgendwo hin. Das gibt's doch gar nicht. Puh. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das kann nicht sein. Da guckst du einmal nicht nach vorne und schon fährst du irgendwo gegen. Ich greife mich nicht hinter den allen ein. Ich fahr hier rum. Es war immer noch nicht die LKW-Spur, aber ist ja egal. Nein, nicht anhalten, du Scheißfuck. Ich hab leicht gebremst. Na, ist gut, wenn die da abbiegen wollen. Dann kann ich mich hier schön hinterreiten. Warum auch immer die da jetzt rüber wollen, nach ganz außen. Keine Ahnung. Dann ist die KI in diesem Spiel. Weißt du, guckst du einmal so, fährt der Truck auf einmal irgendwo hin. Das ist doch... Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch scheiße. Dann stehst du auf einmal quer auf der Autobahn. Wo du vorher noch einfach geradeaus gefahren bist. Aber na gut. Ich kenne das ja. Das ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Aber ich mache es immer wieder. Immer hier so, oh, guck mal da, schöne Landschaft. Und bam, fahre ich irgendwo gegen. Das ist... Eigentlich sollte man Landschaft verbieten. Im Straßenverkehr. Schöne Landschaften. Das führt nur zu Unfällen. Das muss man hier als Studie sehen, was ich hier mache. Wissenschaftlich getestet. Dass Landschaften oder irgendwelche Gebäude Verkehrsunfälle verursachen. Willst du überholen oder nicht? Ja, wenn du überholen willst, dann musst du auch Gas geben. Vollidiot. Oh, schöner Truck. Zum Glück gibt es kein Schadensmodell. Sonst würde er jetzt vorne nicht mehr so gut aussehen. Aber der ging schon wieder gleich zur Seite. Ach, ich mag die Lackierung. Ich finde sie toll. Die passt doch perfekt irgendwie zum Truck. Dieses Weiße passt sowieso ziemlich gut. Denn mit diesen leicht grünen Applikationen. Ey! Sag mal, ich war doch schon fast auf der Spur. Warum fährst du immer noch weiter? Also ich war schon auf der Spur und der fährt immer noch weiter, weiter, weiter. Kannst du mal bremsen. Es heißt zwar, wer bremst, verliert, aber ich glaube nicht, dass das so gilt. Wenn du kein Rennen gerade fährst. Wenn nicht, musst du auf dem Standstreifen vorbeiziehen. Bei mir nicht hinten reinfahren. Ich ziehe jetzt nicht rüber, da hinten kommen die nächsten. Bleibe ich jetzt hier einfach knallhart auf der Straße. Einfach knallhart hier. Auf der Seite. Mach mal ein bisschen einen auf Schleicher. Die sich hinter mir richtig schön aufregen können.
Ich habe mich ja oft genug schon über die aufgeregt. Das könnt ihr jetzt auch mal machen. Allein dieser Franzose, der mir einfach mal einfach reinfährt. Ohne irgendwas zu machen. Einfach bäm. Jetzt setzt der da noch an. Idiot. Sie hat mich kein bisschen behindert, aber trotzdem. Ist es dunkel? Mach schon mal Licht an. Was soll's. Hat jetzt zwar nicht so extrem viel geholfen, aber zumindest etwas. Uah. Da waren nur zwei Stück hinter uns, also alles in Ordnung. Nicht die Landschaft angucken, nur die Landschaft, die genau vor mir liegt. Also dieser schöne See, oh, schaut ihn euch an. Oh, falsche Spur. Das war eigentlich nur so ein bisschen um zu tun und es geht wieder fast etwas schief. Das geht doch gar nicht. Wieso? Ich kann auch so leicht gucken, nicht so weit wegdrehen. Denn endet das in einer Katastrophe. Ich habe meinen Timer nicht gestartet. Ich Vollidiot. Start. Bisschen spät, aber er ist gestartet. Also Paulus. Es ist sowas, was geblitzt werden kann. Wir aber nicht. Wir haben unsere Tarnlackierung. Und sieht der Blitzer nicht? Sag ich doch. Könnte daran liegen, dass wir... dass unser Geschwindigkeitslimit an der Geschwindigkeitsbegrenzung hängt. Also, dass das deckungsgleich ist, sage ich jetzt mal. Aber okay. Wir fahren hier mit Höchstgeschwindigkeit. So viel wie der Truck hergibt, so viel fahren wir auch. Das muss man sich immer vor Augen halten. Und hier, für den Ford reicht es. Für den VW reicht es auch noch. Also alles gut. Aber der will nicht so recht. Motorfehlfunktion. Ja, vielen Dank auch. Komm, gib Gas, Trucky. Das ist noch ein Ford. Wir sind die Ford-Bezwinger. Kannst mich mal mit deinem scheiß kleinen Auto. Kauf dir ein richtiges. Was machen die denn hier? Und diese Kleintransporter. Ja, wir müssen sowieso rüber. Wir müssen hier nämlich abbiegen. Und hier waren wir noch nicht mal mehr an der Kreuzung. Ach, jetzt hängen wir hier hinter. Weil die wollen zum Glück nicht abbiegen. Überholen wir mal rechts. Einfach nur zeigen, hey, wir sind geiler als du. Oder ich bin geiler als du. Ihr seid ja keine moralische Stütze gerade hier. Kampf. Die beste Position. Beim Frachtrennen. So. Gut, dass da gerade keiner kam. Können wir gleich schön rumziehen. Und ab zur Mautstation. Ja, toll. Freut mich. Die Mautstation ist, glaube ich, das Ding, wo ich am meisten Unfälle gebaut habe. In Sachen... Bäm, ich fahre mal in die Schranke. €43 wären fällig. Ich habe Euro gesagt. Nicht Dollar. Ich habe Euro gesagt. Das ist ein großer Schritt für mich. 160 Kilometer jetzt noch Landstraße. Ja, vielen Dank auch. Liebe Designer. Gas. Bevor von der anderen Seite eine kommt.
Ah, da wäre jetzt einer gekommen. Den könnten wir gerade so noch umgehen. Okay, jetzt noch eine schöne Landstraßenfahrt. Der untergehenden Sonne. Ne, der fahren wir weg. Sogar sagen entgegen, aber... Ich glaube, der müssen wir eher wegfahren. Dem Mondaufgang entgegen. So. Gerettet die Situation. Boah, das Ding liegt schön auf der Straße, vor allem in Kurven. Also manchmal, nicht immer. Jetzt war's, jetzt ging's gerade mal. Hier wieder eine Bodenstation. Oh, hier haben wir eine ganze Menge Straßen aber schon erkundet. Einkommen! 3522 Euro! Sabrina, du bist geil. Du machst richtig schön Kohle für mich. Das freut mich. Was stand da? 50? Oder stand da 90? Ich hab keine Ahnung. Da stand jetzt einfach mal 90. Weil ich gerade so schön 90 fahre. Beziehungsweise gefahren bin. Komm, ist zwar Sperrlinie, aber die 100... Die 100 Kröten gehe ich ein als Strafe. Und keine gekriegt. Also alles. Alles gut. Oh! Ja, da hatte ich schon angesetzt gehabt. Sorry. Hier kommt natürlich wieder keiner da, wo ich nicht mal gucke. Aber wenn ich gucke, dann geht's schief. Wieso ist denn das immer so? Ich bitte um Erklärung. Ich sehe nichts. Wir müssen jetzt ja sowieso abbiegen. Deshalb ich jetzt nichts mehr riskieren möchte. Och Gott. Ich will ja auch abbiegen. Ich hätte doch mal was riskieren sollen. Komm. Sack, gib Gas. Wenn ich unter 10 km/h komme mit dem Ding, dann steht der. Automatisch. Und das ist passiert gerade. Kann man nur so langsam um eine Kurve rumfahren? Das ist doch... Nee, ich kann gar nichts dazu sagen. Also nach 60 Kilometer Landstraße bin ich schon mit den Nerven fähig. 100 Folgen noch. Toll. Das sieht gut aus zum Überholen. Leicht bergauf. Schlechte Sicht. Kaum schneller als der andere. Das ist mein Spezialgebiet, so ein Überholmanöver. Vielleicht habe ich auch auf der Landstraße mehr Unfälle gebaut als an Mautstellen. Aber glaube ich fast nicht, denn das ist meistens immer noch glimpflicher ausgegangen. Also ohne so viel Schaden. Aber wenn es hier kracht, dann richtig. Wenn so einen Frontal mitnimmt. Das ist nicht angenehm. Wieder Einkommen. 1600 von Richard. Die machen Geld ohne Ende. Ich find's so geil. Wir haben jetzt schon 71.000. Wie viel erwirtschafte ich? 16.700. Oh. Oh, oh, oh. Boah. Wie früh wurde bitte darauf hingewiesen? 10 Meter davor oder wie? Meistens bin ich ja an den Stellen einfach vorbeigefahren. Ah, links brauche ich hier gar nicht. Neue Rohre. Zu wem denn? Also mal ganz ehrlich. Sieht aus wie Abwasserrohre. Für wen? Bitte. Hier, für die da oben. Da kann ich auch querlegen. Muss hier nicht der Straße lang gehen. Grenève geradeaus. Was geht hier ab? Lyon. Ah. Springen wir wieder ins Cockpit.
So, mein Timer sagt, wir haben jetzt eine 8-Minuten-Folge. 8 Minuten 30. Naja. Ich glaube, ich hätte es mal sparen können, den nochmal zu starten. Hätten wir nochmal kurz an und tanken? Nö, ist auf der falschen Seite. Ich will keine komplette Drehung hier machen. Hier vollziehen. Vor allem, wenn es eine Grenztankstelle ist. Wow. Die Kurve habe ich ganz falsch eingeschätzt. Ich fühle mich gerade wie im Rennspiel. Irgend so ein Arcade-Racer. Gut, dass du nicht abgebogen bist. Das wäre nämlich nicht gut für dich ausgegangen. Ja. Fahren entgegen der Fahrtrichtung. Das ist ein Überholmanöver. Das geht klar. Ich muss kein Tempo aufgeben. Aber meine Leute erwirtschaften so viel Geld, da ist mir das eigentlich egal. Aber wir haben fast unsere 100.000, das ist cool. Boah, bremst der mich hier aus? Und dann, wenn ich gebremst habe, gibt der andere Gas. Dass ich jetzt rüberziehen könnte. Jetzt, wo ich kein Tempo mehr habe. Ja, ist gut, dass hier wieder ein Stück Autobahn ist. Oder Schnellstraße. Sieht nicht aus wie eine Autobahn. 100 darf ich immerhin noch fahren. Noch, wohlgemerkt. Da stand, glaube ich, schon 80. Oh, unser Disponent, den wir gar nicht haben, meldet sich mal wieder. Da stand, glaube ich, 50. Boah, wir haben wieder die coole Musik. So, jetzt könnte ich auch mal bremsen. Sind wir weit genug mit 90 in der Stadt gefahren? Lang genug? Nicht weit genug? Oh Gott, wir müssen... Wir müssen hier rüber. Da hänge ich mich jetzt einfach mal hier zwischen. Warum gibt's für... Wenn es eng wird mit der Lieferung, gibt's denn eigentlich Musik? Aber vorher nicht. Finde ich schade. Die lockert das Spiel so ein bisschen auf. Klar, man kann Lieder einfügen, aber... Oder sich einen Radiostream anhören. Aber in Deutschland gibt es da so die GEMA. Die hat sich da aber so ein bisschen bei so Sachen. Ich mach die mal aus. In der Schweiz, glaube ich, gibt es hohe Strafen für sowas. Für allen möglichen Scheiß. Fahr du Arsch. Der da an. Geht's noch? Wir sehen, wie du nochmal anhältst. Wenn jetzt hier ein Scania am Arsch hängen hast. Ja, wir wollten doch schon meinen. Ach, ich hab wieder kurz gebremst und das Ding steht. Kommt wieder nicht vom Fleck. Mit grün. Gebt Gas, Leute. Hopp, hopp, hopp. Und wer du biegst ab. Geht doch. Ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr rum, die Ausfahrt zu parken werden. Nee, passt. Okay. Perfekt. Aber nur noch hier rum. Und einfädeln in die Parklücke. Frag mich, wie viele von unseren 16.000 übrig bleiben. Durch den Schaden, durch die Reparatur. Die Schäden an der Fracht, die Schäden am LKW. Gute Arbeit immerhin noch. Dab, 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 einmal alles durch. Minus 400. 16.3 haben wir noch gekriegt. Ja, zumindest etwas. Komm, fahren. Reparieren kann ich noch. So viel Zeit sollte noch sein. Oh!
keiner, da kommt auch keiner. Noch einmal wieder kurz gebremst und das Ding steht. Wie immer. Warum ist er eigentlich im dritten Gang hier im Ruhezustand? Kein Wunder, dass er so schlecht vom Fleck kommt. Ohne Trailer geht das ja sogar noch. Aber trotzdem. Bei 30 schon im siebten Gang von 12. Ich glaube, der schaltet irgendwie doof. Oh, er hat eine blöde Übersetzung. So. Einmal hier bitte rein in die Werkstatt. Wartung. 17.000. Wir haben miese gemacht heute. Toll. Perfekt. Keine 70.000 mehr. Wie sieht's aus mit der nächsten Fahrt? 4 Stunden. Naja. Ich lasse den mal hier so stehen an der Bordsteinkante. Und würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder, Leute. Ciao.